Servus miteinander, hier ist wieder euer Dragner. Herzlich willkommen zu Grounded und ich begrüße natürlich den Rado. Hallo und willkommen zurück. So, dann unsere Pläne. Einmal, ihr seht übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal erklärt hatten, ich glaube nämlich nicht. Hier liegt übrigens ein Pfeil am Boden. Ich komme nicht ran. Geh weg, Fettsack. Kommst du an den Pfeil ran? Ne, ich sehe den noch. Ach doch, da liegt er, ja. Nee, komm ja auch nicht dran. Ob wir das letzte Mal erklärt hatten, wir haben ein bisschen, hier, ich habe den Pfeil, umgebaut nochmal. Wir haben jetzt den Schlafplatz hier so mittig drinnen, genauso wie das Wasserteil. Seltsamerweise funktioniert das Wasserteil auch hier in der Büchse. Warum haben wir so hässlich in der Mitte jetzt drin stehen? Die Spinnen hauen immer durch die Büchse durch. Ja, und das Teil war halt mehrfach kaputt und wir haben es jetzt in die Mitte aufgebaut. Was ihr das letzte Mal nicht mehr gesehen hattet, wir hatten hier noch eine normale Spinne und zweimal eine Wolfsspinne hier draußen. Wir haben, glaube ich, noch 10 oder 20 Minuten Offstream oder Off-Video weitergekämpft und tatsächlich geschafft, die drei Spinnen zu töten. Jo. Mehr war nicht, oder? Nee. Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe hier aus Ton angefangen zu bauen. Damit wir notfalls auch hier oben rauf dann kommen. Oh, wir kommen schon rauf. Genau, ja, wir kommen schon rauf und können theoretisch eben von da oben kämpfen. Können wir also noch? Ich vermute, dass das hier schon eine gute Position ist. Hier wäre oben. Wahrscheinlich eine gute Position. Kann ich noch Pfeile bauen? Might Fats Needle. Ja, ich habe 6 Needle in der Tasche und 10 Pfeile. Ich baue mal. Oh, Moment. Okay, Steuerung. Steuerung. Okay. Nee, wir haben nicht mehr genügend Spitzen. Ich habe gerade Probleme mit der Steuerung. Müssen wir mal, also wenn wir gerade irgendwo an Spitzen vorbeilaufen, sollten wir uns ein paar Spitzen noch mitnehmen. Jetzige Aufgabe wäre nämlich, wir suchen Marienkäfer und Bombardierkäfer. So, wohin? Ich schau mal, ob der Bombardierkäfer. Oh, lag. Ah, du baust wieder Mauern, deswegen laggt's. Genau. Ich schau nur schnell, ob der Bombardierkäfer hier vorne da ist. Ah, hier ist einer. Warte kurz, ne? Bin auf dem Weg. Wir sollten uns das Thema Heilung auch nochmal angucken. Ne? Ich bin nämlich fast tot. Ja. Fast tot und bau dir Bandagen. Ja, eben. Habe ich noch nie gemacht, Tatsache. Ich habe keinen Zepter. Oh, du greifst dir schon an. Naja, er hat mich gesehen, sagen wir es mal so. Okay, boah, trotz Block und alles, ich bin tot. Ja, okay, dann haben wir gut gemacht, finde ich. Also für den Start heute war das herausragend. Eindeutig. Du bist auch direkt gestorben, oder was? Ja, gut, ich hatte überhaupt gar keine Power, also. Okay. Ich habe mich fast so ein bisschen geopfert, damit du es schaffen kannst. Und du hast es halt nicht geschafft, aber dran. Ah, oh, jetzt hat er mich schon wieder gesehen. Ich gehe auch direkt drauf los. Bei dem Bombardierkäfer, was immer teilweise ganz gut hilft, ist einfach im Kreis von ihm laufen. Wenn er dich anstößt, dass man immer hinter ihm ist, meinst du? Ja. Jetzt haben wir. Ja. Seine Spucke kann man zumindest dann ausweichen. Ja. Okay, 3 Bombardier-Parts. Ist schon mal nicht schlecht. Also, Moment, Parts. Wir brauchen ja Lecks, glaube ich. Ah, denn wir haben aber 3 Lecks. Das ist super. Dann haben wir jetzt schon 5 Lecks. 6 bräuchten wir. Also einen Käfer wahrscheinlich noch. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen Glücksspiel, ne? Ja. Hol dir was zum Trinken. Es ist schon wieder so dunkel hier. Ich werde angegriffen, ich weiß noch nicht von was. Ach, wir lassen das bleiben. Zacke, zacke.
Ich hole mir hier gleich. Ah ja. Ah nein, scheiße. Schön. Was denn? Ich habe meine Pfeile weggeschossen. Hä? Warum schießt du denn? Du schießt gerade Pfeile. Ja, ich habe aber schon gewechselt. Hä? Drei. Jetzt hat. Irgendwie habe ich Probleme gerade mit der Steuerung ein bisschen. Okay. Okay, ich muss mal mein Fenster zumachen. Hier fliegt Helikopter rum und alles. Und es ist bockheiß. Ja, das stimmt allerdings. Okay, es wird wohl wieder heller. Und irgendwo, glaube ich, kommt gerade eine Zecke. Ja. Wie viel Maidfatz hast du dabei? Gar nichts. Warte, ich habe hier noch... Ja, ich habe aber 10 Pfeile und du bist ja eh derjenige, der... Ja, ich habe 40 Pfeile ihm. Schon. Du kannst ja auch gerne noch... ich habe noch 6 Stück, das langt noch für 3x10 Pfeile. Wenn du welche machen möchtest. Ja, ich hätte eher das Thema, dass ich meine Waffe reparieren muss. Mach doch. Dann gehe ich mal kurz nach Hause. Dann kümmere ich mich noch um die restlichen Pfeile einfach. Das auch. Ich schaue einfach dabei hier ein bisschen weiter. Ja. Wäre aber theoretisch auch Schlafenszeit, ne? Achso, ja, gut, dann komme ich halt zurück, ja. Ist auch besser, glaube ich, für die Kamera. Übrigens, ich habe mir die Dunkelheitsfolge nach dem Schnitt mal angeguckt. Ich habe das Gefühl, dass es bei mir im Spiel tatsächlich dunkler ist als in OBS. Ich habe dich tatsächlich bei dem Kommentar, wo du gesagt hast, ich bin ja gerade auf den Kopf gestiegen, habe ich deinen Kopf tatsächlich gesehen, was ich im Spiel bei mir nicht gesehen habe. Bin da. Siehst du? Liege. Schläfst du? Ja. Kein Tropfen da. Na super. Doch, da ist einer. Wo? Oh. Ah, hier ist einer. Hydration is the key to performance. Whoa. Man hört doch hier irgendein Lebewesen. Bitte na, keine Spinne. Nee, dafür war es zu klein. Einen Bombardierkäfer noch, habe ich gesagt. Ja. Ja, und ein Marienkäfer, ne? Soll ich mal gucken, ob unser Freund der Bombardierkäfer durch Zufall nochmal da ist? Ja. Nee, sieht nicht so aus. Aber ich glaube, wir laufen einfach da hinten ein bisschen weiter rum. Grundsätzlich, glaube ich, sind wir da hinten nicht so schlecht unterwegs. Quarz müssten wir auch mal wiederholen. Ich weiß allerdings nicht, wo wir da noch was holen können. Hm. Aha, es schlägt schon wieder aus. Ja, hab ich jetzt Spinne auch rechts. Spinne kämpft gegen. Was sind das andere dann? Das ist eine Kakerlake? Zwei yes. Kakerlaken. Ach, das sind die Stinkkäfer. Wo bist denn du eigentlich? Ein Forschungszelt ist da. Du bist genau bei der Spinne und so, gell? Ich hoffe, das ist jetzt nicht Absicht von dir. Ich gehe da jetzt nicht hin. Nee. Ich bin da jetzt auch. Ich habe mir das nur ein bisschen angeschaut.
100 Ameisen hier. Ja, hier sind auch Zecken und sowas. Ich weiß aber auch nicht, ob hier vielleicht irgendwo eine Höhle ist. Also bisher sehe ich hier nicht sehr viel. Wird später angegriffen. Wird wahrscheinlich. Falls du was trinken musst, hier wäre was zu trinken. Bei dem. Also ich bin fast voll. Wenn du was brauchst, trinkst du. Ansonsten. Nee, es waren noch 2 Tropfen und ich hatte schon 2 getrunken. Achso, ja, dann trinke ich noch. Weil dann bin ich halt wieder ganz voll. Ja, dann komm zu mir. Mücken um dich rum. Entschuldige. Macht nix. Also hier ist was zu trinken, ne? Falls du von den Mücken einfach weglaufen möchtest. Du, warte mal, ist das hier vielleicht... Nee, das ist Clay. Mücke! Komm nicht hin. Ach, hier sind wir jetzt. Das ist das Giftgas. Da hinten ist leider irgendwo das Sprayteil, glaube ich. Irgendwo war das hier, oder? Täusche ich mich da jetzt hat? Weiß ich nicht. Oh, hier, da liegt auch irgendwas, aber hier ist eine Spinne. Also, ein Spinnennetz, meine ich. Aber das kriegt man. Ah, doch, hier, das kriegt man weg, das Spinnennetz. Geht das auch ganz weg? Jetzt hat. Oh, ist sie. Kämpfst du oder was machst du? Ja, ich kämpfe. Oh, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Ja, scheiße, ich bin nicht weggekommen. Ich hing an der Pflanze. Ach, warum? Schön, dass ich auch immer sofort auf Respawn klick, statt dass ich einfach mal warte, ob du mich wieder aufstehen... Ja, ich hätte dich holen können, weil ich habe sie gelegt. Ja. Oh, jetzt kommt eine zweite. Okay. Also wenn du Spinnennetze angreifst, lockst du damit auch Spinnen an. Jetzt kommt eine dritte. Okay. Es sind gerade 2 von diesen Spinnen bei deiner Leiche. Noch Stinkkäfer ist hier noch. Aber die brauchen wir halt momentan nicht. Hä? Wovon bin ich denn? Ja. Sehe die Spinnen. Ja, du müsstest dich hinter denen eigentlich so ein bisschen entlang schleichen können, weil die fokussieren mich gerade. Das ist, was ich meine. Mhm. Also ich habe sie beide jetzt hier im Fokus bei mir. Ja, du scheint ja zu klappen, ne? So, jetzt schauen wir mal kurz, ob die bei mir raufkommen. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, weil dann kann ich... kommt noch eine. Oh, ah, da bist du. Hier sind 3 Spinnen gerade. Sag mal, schießen die Spinnen eigentlich mit so Spinnennetz? Kann das nicht sein? Dass ich wüsste. Musst du mal beobachten. Aber bei dir ist mir da ziemlich sicher. Aber ich schieß gerade. Wie ist deine Einschätzung? Wie viel Schaden machst du? Gar nicht so schlecht eigentlich. Die Spinne hinter dir müsste fast tot sein. Und hier gerade tatsächlich auf dich geschossen, ja. Oh, jetzt bin ich auch getroffen worden. Oh, jetzt kommt noch eine. Oh, das ist heftig jetzt, ja.
So viele Pfeile habe ich nämlich nicht. Also die Spinne direkt vor dir ist gleich tot. Und die hinter dir ist, müsste eigentlich auch fast tot sein. Ja. Aber es sind viele Pfeile, gell? Also, puh. Ja, kommen die doch mal, holen die Pfeile. Ich lock sie hierher und du holst dir mal deine Pfeile, okay? Ja. Also die Spinne, die jetzt bei dir war, die du angelockt hast, ja. Die hatte ich eigentlich schon... Oh Gott, jetzt kommt die andere wieder hier. Die hat mich übrigens gekillt, die Spinne. Oh. Gut zu wissen, dann gehe ich wieder weg. Wenn ich es schaffen würde. Die kommt aber nicht zu dir im Moment, die ist bei mir noch. Ja, aber da ist ja noch eine. Ja, das war, sehe ich ja von hier aus nicht, was bei dir noch los ist. Ich bin hinter dem Zaun quasi. Okay. So, jetzt bin ich wirklich tot. Aber es ist eine sehr spinnenfreie Gegend da hinten. Okay. Hier, Spinne, geht auf mich los. Wenn du auf mich meinst, schießen zu wollen, gell, ich schieß zurück. Aber du hast schon recht, man schießt drauf, Spinne haut ab. Ne? Ja. Okay, hier sind die Spinnen. Also erstmal grundsätzlich ist jetzt hier alles frei gerade. Ich weiß nicht, wo du genau gestorben bist. Also drei Spinnen sind theoretisch noch hier, aber die sind hinter dem Felsen, wo ich stehe. Also bei dir da ist, sollte gar nichts sein. Ja, im Moment ist hier oh, nichts. Oh, Wolfsspinne. Bin jetzt neugierig, was passiert, wenn ich auf die schieße. Die lässt sich gerade einfach nur abschießen. Hätte sie fast. Toll, jetzt ist sie. Jetzt ist sie außer Reichweite. Fuck. Toll. Unter uns wären Bombardierkäfer, leider auch die Spinnen. Oh ja, und zwar immer noch einige. Der Bombardierkäfer hat sich gerade eben schon einfach geheilt, obwohl schon drei Pfeile drin gesteckt haben. Ja. So ist es Mist hier. Ich bin dafür, wir testen Nahkampf und Fernkampf. Du Fernkampf, ich Nahkampf. Also jetzt bin ich oh, auch gerade unten. Aber ich muss... Oh ne, ich steck fest, ich steck fest. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Doch, bin ich.
Wo bist du? Ach, du bist hier. So, Spinne ist tot, Bombardierkäfer ist hinter dir. Ja, ich muss kurz hoch. Ich bin leider ziemlich tot. Mhm. Also da haben wir wirklich das Heilungsthema. Das würde gut funktionieren. Der kommt übrigens. Vorsicht. Und Spinne auch hinter dir. Oh nein, ich bin tot. Ja. Ich auch. Zeitgleich. Wir müssen Heilung dabei haben, weißt du? Dann kann man zurück auf den Stein. Ja, brauchen wir Sept dafür. Was braucht man genau für, auf jeden Fall Sepp und irgendwas Grasmäßiges. Bandage, Plant Fiber. Also, sie haben es auf jeden Fall so schlau gemacht, dass man nicht einfach oben stehen kann, die Tiere töten kann. Oh, super. Hat mich nicht gesehen, die Wolfsspinne zum Glück. Du meinst, weil die weglaufen vor den Fallen, ne? Ja. Ja. Finde ich auch gut, also das... theoretisch einerseits ja, aber dann haben wir auch genauso das Problem, wir tun es aber auch wahnsinnig schwer, um sowas zu killen. Naja, wie gesagt, wenn ich hinter dem Vieh stehe und draufschlage, wenn du von vorne schießt, ist es eigentlich machbar. Ja, wir müssen nur zwischendrin uns heilen und solche Geschichten und da sind wir halt schlecht vorbereitet. Ich habe jetzt ein Bandage mal dabei. Das ist ein bisschen zu wenig, also... Ja, ja, ich weiß, dass das zu wenig ist. Hin, ja. Ich habe 9 Stoff aufgehoben. Nur Stoff. Genau hinter dem Zaun, wo wir jetzt waren. Okay, da war ich doch die ganze Zeit. Ja, da liegen so rote. Ich dachte vorhin schon, das sind Chips oder sowas. Nee, das ist sind Blumenblätter. Ah, okay. Wo ist denn die Wolfsspinne? Die ist da genau um Bombardierkäfer hängt da rum, ne? Ja. Die Wolfsspinne war gerade um den Stein rum, wo du als erstes drauf gestanden bist. Bin hier gerade noch unter Wasser, weil ich mir dachte, vielleicht gibt es hier auch noch irgendwelche Materialien. Aber nein, hier kann man nichts machen. Na, okay, so kommt man nicht raus. Warum kämpft eigentlich die Spinne und der Bombardierkäfer nicht? Können wir das mal einer erklären? Wo gehst du hin? Was machen wir? Ich schau nur rum ein bisschen. Komm denn mal hinterher. Ob man hier noch irgendwas findet. Etwas, was vielleicht ein bisschen ruhiger ist und hier ist ein Bombardierkäfer dann vielleicht oder sowas. Ich würde mir gerne ein Boot bauen aus einem Blatt und so. Und hier übers Wasser fahren. Oh, Eicheln sind hier.
Hier ist lauter Sepp. Ja, dann hebt's auf. Dann sammle ich ein bisschen Plant Fiber, dann können wir noch ein paar Bandages machen. Ja. Aber sie sind leider sehr teuer. Ist das auch ein Baum hier? Das ist auch ein Baum. Schauen wir mal, ob hier... Oh, fuck, das fuck, ist fuck. Doch der, Spinne, der Spinne, Spinne hinter mir. Nein! Wolfsspinne. Okay, da brauchen wir nicht ins Duell gehen. Bin schon tot. Okay, na toll, die geht natürlich auch ausgerechnet in den Baum rein. Aber ich habe schon wieder direkt losgelassen. Ja, also ich war nicht weit weg. Ja, keine Ahnung. Inzwischen Gewohnheit. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Baum, genauso wie der andere. Vielleicht ist da auch noch so eine außerirdische Höhle oder sowas. Das ist doch der Baum, Basti. Also das Ach, stimmt, ist das genau ist der Baum, an dem wir auch waren. Also stimmt, da ist nichts fremd. Ja, ja, ich dachte irgendwie, wir sind umgehen den gerade nur so ein bisschen. Ich dachte, wir sind auf der anderen Seite der Orientierung. Weiß ja nicht gerade meine Stärke. Naja, eigentlich schon, oder? Stimmt, eigentlich bin ich immer der, der in den Survival Games nach vorne läuft, gell? Ja, genau. Hier sind ja auch die Rosen, ne? Aber irgendwie kann man mit denen nichts machen. Na doch, da lagen die ganze Zeit jetzt die Blätter drumherum. Ach so. Was denn, wenn ich dagegen schlage? Kommen da noch mehr Blätter runter? Passiert nichts. Wo ist die fucking Spinne? Also ich bin nicht weit weg, ne? Wenn du da Hilfe brauchst, dann... Ja, lock mal die Spinne weg. Also stirb du, damit ich mein Zeug wieder bekomme. Nee, warte, ich kann sie ja auch irgendwie versuchen, oben rum zu locken. Nee, nee, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Hab's. Hab's, 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 hab's. Und jetzt schnell weg. Okay, bin am Baum oben. Was wir noch nicht gemacht ist, wir könnten hier gemacht haben, ist, dass wir hier komplett mal am Wasser entlang laufen, ne? Also können wir gleich machen. Ich brauche jetzt nur hier ein paar Bandagen schnell. Also wenn du noch, warte mal. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Eine kann ich mir aufbauen. Ich bräuchte noch ein Simp oder Sip, wie das heißt. Ein Sepp. Sepp. Ja, komm mal mit. In Hoffnung, dass jetzt die Spinne hier nicht plötzlich rumläuft. Die war gerade eben im Baum drin. Hier. Ah, ich glaube, da vorne liegt eins. Hier, 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 hier. Da, gib auf. Das ist doch schick. Aber auch gar nicht mehr so viele Pfeile, nur noch 20. Können wir hier nochmal raufklettern zufällig? Na, so nicht. Irgendwo auf eine See. Oder in die Dose mal kurz rein. Ja, klar. Wir wären nämlich bei einer halben Stunde. Oh, das geht aber schnell. Ja. Ja, bin drin. Dann würde ich nämlich sagen, wir beenden die Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Rado, vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, gerne. Und dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao, ciao.